Lieben, zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich drehe mal wieder kurz ein Intro, denn ich habe in den letzten Wochen in meinem Zimmer ganz viel ausgemistet und aufgeräumt und ich habe auch mal nebenbei so ein bisschen gevloggt, beziehungsweise eigentlich mal bloß die Kamera laufen lassen, währenddessen ich das gemacht habe. Ich habe aber nie gesprochen oder so und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dass ich einfach quasi eine Timelapse zusammenschneide und euch jetzt hier kurz ein Intro drehe. Denn mittlerweile habe ich alles soweit fertig. Ich habe wirklich meine kompletten Schränke komplett ausgeräumt, ausgemistet und neu sortiert. Meine kompletten Kommoden, die ich alle habe. Und mein ganzes Schminkzeug und alles mögliche, mein ganzer Pflegekram oder mein ganzer Krimskrams allgemein und meinen kompletten Kleiderschrank auch. Ich habe zwar nicht die ganze Zeit dabei gevloggt, weil ich habe das immer nicht alles an einem Tag gemacht, sondern immer so da mal eine Stunde, immer wenn ich mal so ein bisschen Zeit hatte. Und oft habe ich auch vergessen, mal die Kamera anzustellen. Stimmt, meine Handtaschen und sowas habe ich auch noch ausgemistet. Also ich habe wirklich eine radikale Ausmistung gemacht, aber ich habe halt wirklich nicht viel gefilmt. Aber das, was ich gefilmt habe, werde ich euch jetzt hier einfach zeigen. Und dann seht ihr so eine kleine Timelapse. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe. Weil das ist auch sowas, was ich halt immer gerne aufschiebe. Worauf ich dann keine Lust habe, weil ich weiß, dass es immer so zeitintensiv ist. Aber es war jetzt einfach mal wieder nötig, komplett auszumisten und alles aufzuräumen. Und ja, auch wenn ich quasi bloß ein Zimmer habe, habe ich trotzdem so viel Kram. Und deswegen musste auch immer Ordnung herrschen. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder und euch jetzt viel Spaß bei der Timelapse. Let's go! A mess. Das werde ich jetzt erstmal in meinen Schrank räumen. Das habe ich jetzt hier alles ausgemistet. Hier sind auch noch Klamotten drin und einige Stapel habe ich schon abgegeben. Und ja, das werde ich jetzt in Geldsäcke packen und dann wird das gespendet. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. I swear to God they